Moin moin ihr Betting Ladies und herzlich willkommen bei Unreal Fucking Tournament. Und ich habe First Blood mit Arachne geturnt. Und ich bin einfach mal von der Map runtergesprungen. Oh, das habe ich beim letzten Mal gemacht. Das war nicht besonders spaßig. So, mal auf einer anderen Map, Dust oder Sand? Sand. Sand. Oh, dieses Wasser, das sieht wunderschön aus hier, wirklich. Kein Scheiß. Und ja, bei mir, ihr habt es schon gehört, ihr vermutet es bestimmt schon, ist mal wieder der Herr Baron. Guten Tag. Es ist mir eine Ehre, heute mit Ihnen spielen zu dürfen. Oh, mir auch, mir auch. Es ist so schön mit dir zusammen. Es ist immer schön, das mit jemand anderem zusammen zu spielen, weil ich habe ja jetzt, keine Ahnung, bestimmt schon 10 Folgen gemacht oder so, bevor du mit jetzt dabei warst. Ja. Und es wird halt irgendwann mal eintönig, weil irgendwie nicht. Ja, ich weiß immer dann nicht, was ich reden soll. Dann denke ich mir, ja, bevor ich zum Schluss laber. Aber das ist doch eigentlich jetzt halt mal gerade auch so. Also man sieht ein bisschen was, ist ein bisschen was fürs Auge und man kann sich aber auch schön unterhalten. Also ja, finde auch. Es ist dadurch, dass es nicht so ultra taktisch ist. Jetzt gerade vor allem im normalen Deathmatch, da kann man halt auch echt mal gut sich einfach mal unterhalten. Da kann man sich mal unterhalten. Ja. Letztes Mal ging es über Brettspiele, unter anderem über das Dark Souls Brettspiel und auch über das This War of Mine Brettspiel, Tabletop Game. Oh, yeah. Because we like games and play games and games are good. Dass der Herr Baron auf Kickstarter gebackt hat sogar. Richtig. Was eine großartige Sache. Ich auch schon sehr gespannt bin. Das ist aber cool, ne? Du hast das eine gebackt jetzt. Ja, und ich habe das Dark Souls Brettspiel gebackt. Also, das ist doch. Da können wir eigentlich, wenn die dann da sind, machen wir natürlich, so ein Unboxing machen oder so mal eine Testrunde. Klar, gerne. Obwohl ich da vorwarnen muss, Dark Souls scheint ähnlich wie dieses WoW-Brettspiel recht lange zu dauern. Oder auch wie, das Cthulhu-Brettspiel ist eine, was wir haben. Ja. Das Arkham Horror. Genau, da dauert eine Partie halt dann locker mal. Ja, gut, das kann ganz schnell vorbei sein. Es kann aber auch richtig, richtig lange dauern. Ja, gut, aber es passt halt auch zu dem. Klar, ja, das ist auf jeden Fall. Setting. Es ist aber halt auch dann ein abendfüllendes Spiel. Das ist halt nicht so wie. Ja. Oh, spielen wir mal eine Runde Karten oder so. Das kann man da nicht so damit vergleichen. Aber ich muss mich hier nochmal ein bisschen in die Bewegungsoptionen, also was man nicht alles machen kann. Ich vergesse das immer. Ja. Du kannst so auch, wenn du an die Wand hindrückst beim Springen, dann macht er quasi so ein Wallslide. Das ist ganz cool manchmal. Oder kannst du hier dich so wegducken und dann so rutschen, das ist auch ganz cool. Ja, ich sehe es gerade bei dir. Ja. Ja. Fuck, ha, dafür hat mich die andere gekillt und nicht du. Penner. So, oh, ich hab dich gerecht. Yes. Du bist auf einem Killing Spree. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Naja, jetzt kommen sie dich holen. Sie sind gekommen, um mich zu holen. Ich bin nur noch zu jung, um zu sterben. Ah, ich hatte Überdamage und hab mal wieder nichts draus gemacht. Oh, und ich spiele hier nicht Doom natürlich. Ich höre Geballer, aber ich sehe niemanden. Das ist. Ah, knapp! Du nicht! Nur weil du so mehr Schaden nicht. Machst als ich. 56 Health habe ich noch, hallo? Was nennst du knapp? Ja, ich hatte ja nur die blöden Püsterichter. Ja, ja. Irgendwie manche, ich weiß nicht, ob das bei denen am Ping liegt oder so, manche stehen einfach nur gerne mal in der Ecke, ne? Manche machen einfach relativ wenig. Die sind, glaube ich, überfordert, weil sie die Map nicht kennen, weil es nicht Facing Worlds ist. Ja, das kann. Das wird sein. Ich schätze auch mal. Dabei spielen wir die Map ja auch zum ersten Mal. Ja, aber ich meine, es ist halt eine andere Tournament-Map, ne? Also die sind jetzt nicht so schwer. Gibt ja auch keine kennst Fallen. Die kennst du alle. Ah, überall Geballer und ich sehe nichts, ey. Ich sehe keinen. Boah, von zwei Seiten. Ja. Ja, oh, in der Runde läuft es mal wieder besser, ey, als in der vorherigen. Da war ich echt nur am... Ich kann mich gerade auch nicht beschweren, weil... Am Lutzen. Rampage. Rampage. Mal wieder ein bisschen aufgehellt hier. Manche checken, glaube ich, nicht, dass man sich bei dem Spiel bewegen muss, weil die bleiben einfach stehen, wenn man drauf schießt.
Solche Trottel. Jetzt 10 zu 1 ist jetzt. Ach, verdammt, ich hätte es nicht verschreiben sollen. Ah, fuck, und ich wollte dich rächen, aber es hat nicht geklappt. Ja, aber da sind wir wieder beim Straven, ne? Also. Ja, das ist klar. Also, aber das ist halt auch bei Doom sau wichtig, wie schon gesagt, ne? Das kommt, glaube ich, wieder, diese Mechaniken. Und gut, bei Doom ist es jetzt halt auch ein bisschen adaptiert worden und alles, aber trotzdem. Ja. Du hast bei Unreal Tournament, glaube ich, mitunter längere Duelle als bei, bei Doom jetzt. Hallo, A und D sind die wichtigsten Tasten hier, das ist. Ja. Wenn du nicht die ganze Zeit dich hin und her bewegst, hast du eigentlich schon gleich verloren. Das ist. Ja, mega. Du kannst es auch vergessen. Nein! Munition leer! Ah. Ach, endlich habe ich dich mal erwischt, ey. Oh! Hast du den Donner gerade gehört? Mhm. Wenn ihr jetzt denkt, dass wir hier im gleichen Raum sitzen, ne? Dann seid ihr falsch gewickelt. Ich hab mich gerade selber umgebracht. Aber der Donner war gerade. Der war heftig, ja. Es soll wohl heute, aber wir gehen ja trotzdem, oder? Also das hat mir. Das macht mir immer so Sorgen, weißt du, wenn dann heißt, ja, übelst so Gewitterwarnung, dann, ja, dann gehen wir halt nicht weg. Das finde ich halt dann voll scheiße. Nein, niemals. Also, als du bist Geburtstagskind, du musst dann sagen, dass wir trotzdem weggehen. Auch wenn es draußen Lava regnet. Hallo, so schlimm ist es. Also. Ich hätte gerne mal eine anständige Waffe. Da, hier. Kannst mich hier erledigen. Ja, ich snipe dich jetzt mal weg. Ah, nee. Magic hat mich weggesnipt. Oh, ich bin Toplist 1. Boah. Leck mich am Sack. Ich dachte ja, ne, es läuft ein bisschen besser als in der letzten Runde, aber das ist gerade gleich so läuft, ne? Aber vielleicht haben wir jetzt auch unsere Gegner gefunden. Das kann natürlich auch sein. Wir haben die Noobs gefunden, die wir mal ausnehmen können. Ne? Und ich, dadurch, dass ich nur einmal gestorben bin, weiß ich nicht, wo die ganzen Waffen sind. Das ist schlimm. Ja. Weil ich nicht darauf angewiesen war, an die Waffen zu kommen. Ja, weil die droppen, ne? Ja, ich hatte alles und die Munition kam dann auch immer an. Also, ich hatte alles, ja. Ich konnte mich über nichts beschweren. Ach, da war einer vorne, einer hinten, ey. Und der hinten hat's gemacht. Der macht's halt gern von hinten, gibt's halt endlich mal zu, du Schmuchtel. Aber es gibt hier auch schon geile Abkürzungen irgendwie. Also, jetzt habe ich mich natürlich wieder nicht darauf konzentriert, dass du auf mich geschossen hast und so, aber. Weil ich eine Abkürzung nachgehen wollte, die ich interessant fand. Magic. Magic hat mich erledigt. Ach, fuck! Der Sat hat mich erledigt. So ein Penner. Ja, dann lieber doch mal ein Brettspiel wieder, ne? Richtig. Zum Abkühlen. Aber ich finde, heute müssen wir, so cool wie Bam ist, ne? Aber heute müssen wir es, glaube ich, nicht nochmal spielen. Nein, nee. Weil die anderen beiden sind ja. Die sind ja begeistert, die sind ja verliebt, ja. Also, die, ne? Ja, es ist schon ganz cool, aber nein! Ja, cool ist es auf jeden Fall, aber. Ich stehe an einem äußerst ungünstigen Spot. Ich kann mich eigentlich nur noch selber umbringen. Na gut. Kannst du doch einfach eine Minute warten. Ja. Aber dann kann ich auch niemanden mehr umbringen. Leute umbringen. Ich will Menschen umbringen. Ich will töten. Das ist ja ein Killerspiel an dem Tournament. Oh, ich bin gestorben. Ah, ich bin auch runtergefallen. Ja, also ich finde, es ist schon ein Zeichen, wenn du in die Kneipe gehst und ein Brettspiel dabei hast. Ja, es ist. Dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass du sehr überzeugt bist von etwas. Das auf jeden Fall. Wie wir hier vor unseren Zuschauern über unsere Privatangelegenheiten reden die ganze Zeit. Das ist schlimm. Aber Pech, Leute. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Da müsst ihr leider durch. Das müsst ihr euch jetzt anhören. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ja. Ich glaube, es gibt nichts, was die Leute mehr interessiert. Ja, als Lästereien. Was heißt Lästereien? Ja, es ist. Informationen zu Menschen, die sie nicht kennen. Ne? Obwohl, RTL, ne, macht doch eigentlich nichts anderes. Ja, stimmt. Kennst die Leute ja auch nicht.
Ich habe Mr. Katze umgebracht. Und ich habe gewonnen. Ja. Nice. 17-17. Ja, aber hier KD, ne? Ja, pf, KD, KD. Ja. Ja, geh doch in NKD, ey. So, ja, bis zum Level Up ist es noch ein weiter Weg. Obwohl, ja, 81 XP. Ich habe Level 3 erreicht. Yeah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dieser Folge von UT. Boah, wieder die Frage. Machen wir noch eine, oder? Was spricht denn das Zeiteisen? Das Zeiteisen sagt, es ist 14:45. Okay, eine geht noch. Okay, eine noch. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.